ICGVP mit dem neuen Video. Ja, Teil 2 des Tests zum Pathfinder von Blindhorse Knife ist abgeschlossen. Hier mein neuer Freund, der Riesenhobo, hat ja nochmal am Schluss dem Messer ordentlich was abverlangt. Ihr habt ja gesehen, ich habe mit dem Messer so viel wie es geht einfach getestet. Ich habe es wirklich rangenommen. Ja, es ist heil geblieben, zum Glück. Aber Arthur hat ja gesagt, ich darf es wirklich rannehmen und wirklich testen. Zum Messer selber. Es ist wirklich ein Riesenteil. Es ist schon nicht ganz einfach zu kontrollieren. Aber es ist halt wirklich, wenn man so sagt, ein ja, One-Tool-Option. Wenn man also wirklich nichts anderes dabei hat wie jetzt ein Messer, kann man damit wirklich viel machen. Hacken, Schaben, Schnitzen geht natürlich auch, aber es ist nicht ganz so easy wie mit jetzt einem kleineren Messer. Der Preis ist schon stolz, $300, gar keine Frage, aber man bekommt auch wirklich ein gutes Stück Stahl, mit dem sich wirklich was anfangen lässt. Durch die Riesengröße ist es natürlich, wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, in Deutschland nicht tragbar, nicht führbar, es ist einfach zu groß. Aber ich war jetzt einfach sehr froh und dankbar dem Arthur, dass ich es einfach mal testen durfte und einfach mal ein bisschen rannehmen durfte. Ja, vielen Dank dir nochmal, Arthur. Ansonsten kann ich nur sagen, halte die Ohren steif, danke fürs Reinschauen und komm mit dir. Ja genau, fürs Kommentieren und der Nächste, der es jetzt bekommt, ist der Howie. Das lasse ich jetzt einfach gerade hier und dann seht ihr von ihm auch noch ein Video. Also alles, haltet die Ohren steif. Bis dann, ciao. Sorry. Okay. So viel dazu. Schauen und ja. Nicht von links oder von rechts oder von hier? Nee. Keine Chance, aber ich schau noch ein bisschen vor. Bis man die richtige Position gefunden hat, ist immer für mich. Schaut super aus neben Kanister. Ja.